Und so ist das Letzte, was ich euch jungen Leuten noch zu sagen habe, folgendes. Spielt mit und macht euer Spiel. Da stimmt doch was nicht. Ehret die Königin und unser Land. Hier, nehmt doch das blöde Ding. Ich will es ja gar nicht. Ihr müsst eure Seelen und Körper reinhalten. Nur so werdet ihr fähig sein, der ganzen Welt ins Auge zu blicken als englische Gentlemen. Mit einem sauberen britischen Gewissen und sagen... Und sowas nennt sich ein Mann. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nichts getan, als meine Pflicht erfüllt. Das ist Captain Flashman, der im Auftrage ihrer Majestät an die Decke geht, der ohne anzuklopfen durchs Fenster kommt, auch mal den Kronleuchter benutzt und dies alles mit einer gewissen Würde. Kurz gesagt, er ist ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle. Wo gebumst wird, fallen Späne. Fox MGM zeigt Royal Flash. Regie Richard Lester. Ein Spaß, der sie umwirft. Captain Flashman ist ein wirklicher Volltreffer. Die Nachtübung. Polizei, los, los. Hier. Groß. Anziehen und verschwinden, Polizei. Die Flucht. Adieu, Freunde. Juhu. Da kommst du los, höher. Das Duell. Ah! Sie, grobe Hansi. Und noch ein Duell. Die Taufe. Ich habe das große Vergnügen, diese Lokomotiveisenbahn für eröffnet zu erklären. Die Hochzeitsnacht. Gespannt. Frühlingserwachen. Bitte gleich nochmal. Nicht schon, nicht schon wieder. Der Angriff. Feuer! Feuer! Sturm! Ein Riesenspaß. Zum Totlachen. Lebt wohl, euer Hoheit! Nein, nein! Nicht mit dem Gulli! Noch nie hat ein Mann so viele Menschen zum Lachen gebracht wie Captain Flashman in Royal Flash. Vulgärer Sport, nicht wahr? In der Hauptrolle Malcolm McDowell als Captain Flashman, ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Ist es nicht die Waffe, die zählt, sondern der Mann, der dahinter steht. Alan Bates als Rudi van Starnberg. Oh, hör auf zu beißen, verdammt! Florinda Borken als Lola Montes. Oliver Reed als böser Otto, Verzeihung, Otto von Bismarck. Ekliger Ausländer. Und Britt Eklund als Herzogin Irma. Ihr seid das hübscheste Betthäschen, das ich kenne. Royal Flash, Captain Flashman. Er kam, sah und siegte in Royal Flash.